So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von The Escapist. Wir haben hier ziemlich viel geiles Zeug. Und was wir brauchen ist... Eigentlich könnten wir schon Pappmaché herstellen, aber wir brauchen das nicht. Ich brauche einfach ein Magazin, damit ich hier rausgehen kann. Ich könnte ja jetzt schon mal ein bisschen chippen. Oh, mein Inventar ist voll. Gut. Das können wir jetzt schon mal machen eigentlich, aber ich gehe jetzt erstmal weg. Machen wir später. Also Dan. Farum, was hast du denn? Nix Wichtiges. Du, Feuer, auch nix. Folie könnte ich eigentlich immer gebrauchen. Farum und Trevor, passt. Kann ich mit leben. Sorry, Bro. Eigentlich will ich da abhauen. So. So, die Mauer zertrümmern. So, wir nehmen jetzt ein paar Bettlaken und tun die dahin. Eigentlich kann man auch damit ziemlich geile Sachen machen. Aber das werdet ihr dann später noch sehen. Zum Beispiel ein Bett. Wie nennt man das? Ein Betthaken oder sowas, wie das heißt. Also, dass man da irgendwo hinklettern kann. Also, Kletterhaken, sowas. In der Art. So. Brass. Besteck kann man immer Gabeln gebrauchen. Wie gesagt, wir brauchen die Gabeln. So, wir chillen jetzt mal neben Fire. Wobei, hier. Farun, du hast nichts Neues. Schade. So, eigentlich könnte ich euch alle was schenken, aber... Schokobaby bekommt eine schlechte Meinung zu mir. Remco langsam auch. Fire hat immer noch eine gute Meinung. Also wir werden jetzt erstmal versuchen, die ganze Zeit gute Meinungen zu holen von den ganzen Leuten. Damit wir einfach mal schneller rauskommen und die uns helfen bei dem Ausbruch zum Beispiel. Die helfen uns nämlich wirklich. So. Natürlich müssen wir jetzt erstmal was finden, damit die auch etwas haben. Ja, Zorn, sowas kann man immer gebrauchen. So, gegen die Wand schlagen und dann jemanden geben. Fire, du bist immer noch im guten Bereich. Farun, du magst uns eher weniger, deswegen kriegst du die Kampfwaffe. So, wie kann man denn eigentlich rekrutieren? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, aber das ging irgendwie. Wie kann man dich rekrutieren? Schau mal. Wie ging das? Rekrutieren, Kumpel rekrutieren. Du kannst Multi-Insassen, in die eine hohe Meinung von dir haben, indem du mit der Maus auf die zeigst und die Taste. Okay, das kann ich wahrscheinlich mit Fire machen. Hoffe ich mal. Ja, ich kann den! Rekrutieren. Kann ich das auch mit dir, Bro? Alkan, komm. So, komm. Okay, dem muss ich auf jeden Fall was geben. So, wir klauen jetzt etwas. Schokobaby. So. Jetzt haben wir ein paar Freunde, das ist sehr schön. So, erstmal Kampfwaffe. Farun, mit dir möchte ich auch befreundet sein. Komm her, Bra. Habt ihr einen Gefallen für mich? Dennis hat wohl nur so freundlich getan um meine Sachen. Okay. Dennis können wir auf jeden Fall verprügeln. Farun und Alkan und so weiter sind jetzt in unseren Gang, in unsere Gang Brothers. Folie, perfekt. Du kannst hier eine Zahnseide haben. Kamm können wir immer gebrauchen. Taschentuch hat er nicht gehabt, ne? Dann müssen wir den verprügeln. Und das wird kein Problem sein. Ja. Dennis, wo bist du denn? So. Remco, dich will ich auch rekrutieren. Hier, bitte. So. Gut. Dann können wir alle Dennis verprügeln. Gleich. Schokobaby, Officer, sorry, geht nicht. Ich brauche was Bettlaken. Kannst du mir das besorgen? Das geht klar. Es ist kein Ding. Klebeband. Kann man immer gebrauchen. So, Dennis, suche, was kann. Kannst du eigentlich auch haben, von mir aus. Wir müssen dich aber auf jeden Fall verprügeln. Damit du Bescheid weißt, du wirst verprügelt, mein Bitch-Sohn. So. So, wir müssen jetzt Dennis verprügeln.
So, der wird jetzt verprügelt. Verpisst euch doch mal. Was wollt ihr denn von mir? Nein! Scheiße, ich habe zwei Sachen verloren. Folie und Duct Tape. Fuck you. Hurensohn. Alkan hat Klebstoff. Was hast du, Dennis? Das Taschentuch hast. Und du hast das Duct Tape, was ich brauche. Ein Kamm. Hast du auch noch? Dankeschön, bra. Gabel kann ich ja jederzeit holen, das ist kein Ding. Ja, bla bla bla. Ich hab nichts falsch gemacht. Bitte, ich mach doch schon was. Ich mach schon was. Bla bla bla. Oder ich drück ab. What the fuck? Bist du aggressiv, oh Madiko? Ich tu die Gegenstände jetzt einfach mal hier rein. Also nur das Klebeband. Wir brauchen auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall hinter die Mauer kommen. Ich gehe ja schon an die Arbeit, bra. Bleib mal ruhig, bra, man. So, ich muss das hier erstmal alles ablegen. Weil sonst kann ich ja hier nichts arbeiten. Also nicht richtig. So. Döde. So. Es ist kein Ding. Kein Ding. Ich habe hier nur ein bisschen was runtergeschmissen. Es macht doch nichts aus, oder? So, komm. Blub, blub, blub. Bumm. Bumm. So. So, gib mal her. Bumm, bumm, bumm. Noch eine Sache brauchen wir wahrscheinlich noch. Ja. So, dann haben wir hier alles. Meine Arbeit ist getan. So, Remkos Ding hier, der hat Schokolade, kann man immer gebrauchen. Kamm braucht die jemand, gell? Stimmt, wo ist Dennis? Hier, bitteschön. Ja, wir haben genug Geld. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich jetzt so unbedingt brauche. So, wir nehmen jetzt erstmal das Duct Tape mit. Chill, 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 chill. Jemand braucht auch noch ein Bettlaken, gell? Wer war das nochmal? Also wir haben hier ziemlich viel Zeug. Wir können hier eigentlich schon ziemlich was machen. Und zwar können wir hier die eine Schokolade machen. So. Dafür brauchen wir Feuerzeug. Das hier herstellen. Das hier mal. So, dann. Nimm einfach mal mit. Ich hätte Bettlaken mitnehmen müssen. Sorry, aber habe ich vollkommen vergessen. Was ist das? Ariane, gekochtes Essen. Ich hab das gemacht. Sorry. Brahmen. Verpiss dich. Fuck, 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 fuck. Hey, wartet mal, ich hole jetzt erstmal das Bettlaken, was er braucht, also was die Ariane braucht. Oder war das? Ja, einfach der Naturschwamm vom Trevor. Stimmt, wir müssen ihn noch auf jeden Fall. Wir müssen ihn auf jeden Fall noch verprügeln. Wir nehmen einfach ihr Bettlaken mit. Warum nicht? Sorry, 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 Brahmen. So, hier bitteschön. Oh, du bist außer Reichweite. Okay, hier gibt her. Hier bitteschön. Dankeschön. Jetzt habe ich ziemlich viel Geld und kann mir Sachen holen. Folie brauche ich alles nicht. Ich brauche so eine Brechstange. Oh, Direktor Davis. Was macht der Typ denn hier? So, gekochtes Essen kann jeder gebrauchen. Wir hatten einigermaßen gute Meinung zu uns. Nee, Schokobaby, scheiß mal drauf. Varun, wie gut stehst du gerade zu uns? Jetzt stehst du wahrscheinlich besser zu uns, da? Ja, perfekt. So. Wir müssen auf jeden Fall jetzt langsam mal chippen. Wir brauchen unbedingt ein Magazin, gell?
Wofür habe ich einen Klebstoff eigentlich? Bin mir gar nicht sicher. Wofür habe ich Klebstoff? Wofür habe ich Klebstoff? Wofür habe ich Klebstoff? Brauche ich gar nicht. Ich werde kein Pappmaché-Macher. So, wie viel Intelligenz habe ich? 70. Das müsste eigentlich so passen. Ich surfe jetzt ein bisschen bis 273 ungefähr. Und belasse es dabei. Wir müssen noch ein Magazin finden. Und das muss einfach sein. Ich bin auch ein Opfer. Ja, da hast du es gut erkannt, mein Bro. So, Feier. Du hast hoffentlich ein Magazin, oder? Du hast eine Folie. Metallblech. Oh mein Gott, bist du böse, Alter. Ich kann auch gleich wieder einen Kamm mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Und dann gleich verschenken. So. Döp. Wer will was? Wer will was? Willst du was, bra? Hier, bitteschön. Die verprügeln sich, das ist sehr gut. Brauche ich alles nicht. Stimmt, Bleichmittel suche ich auch noch. Stimmt, Bleichmittel suche ich auch noch. Könnte ich auch jederzeit gebrauchen. Also Folie und so weiter ist immer sehr wichtig. Gekochtes Essen kann man auch jemanden schenken. Einfach um eine gute Meinung zu dem Typen zu haben. So, ist auch nicht wirklich was. Schokobaby, ich will mal meine Meinung zu dir verbessern. So, wir müssen Travel verprügeln. Du bist cool. Lülülü. Lele. Lalalala. 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 Ich brauche unbedingt jetzt. Hast du hoffentlich ein Magazin, bitte? Oh, ich bin immer noch außer Reichweite, willst du mich verarschen? Also Remco, was hast du denn so? Ach, keiner hat irgendwie ein Magazin. Sorry, sorry, Bramman. Bitte verpiss dich von mir. Verpiss dich. So, es wird jetzt böse. Es könnte böse werden. Sollte einfach mal jetzt schon mal sicherheitshalber alles legal hier raus. Also illegal raus. Gabel. Das Holz könnte jetzt geklaut werden. Wobei. Hier muss man zwei Sachen noch hin tun. Dann Holz. Nee, du, dich brauchen wir nicht erstmal. So, alles andere. Warte mal, Kit. Kit ist mir viel wichtiger als so ein Scheiß. Gut, ein Holz kann auf jeden Fall. Ich hoffe, ich werde nicht. Oh, gut. Wir müssen auf jeden Fall was verstecken. Das ist halt das Problem. Ich kann von Glück reden, dass ich hier alles da hab. Wir brauchen ein Magazin. Ich kann ja immer noch ein bisschen was chippen. Dich tue ich mal schnell hier hin.
habe einfach viel zu viele Gabeln. Oh ja, alles nicht. So. Könnte ich eigentlich schon. Ich würde das jetzt auf die Ding nehmen. Alles hier ist perfekt. Ich würde die weniger. Es geht nicht anders. Wir haben jetzt schon ziemlich viel. Das ist richtig geil. Es fehlt halt immer noch Magazin. Wirklich, es fehlt Magazin. Wir können aber auch uns schon mal eine Waffe machen. Weil Kamm braucht man nie wirklich. Das benutzen wir einfach mal. Intelligenz ist 71. Gut, Big Tasty, was hast du? Rasierklinge, Schokolade und so weiter. Remco, was hast du? Hey, Remco verliert unsere Meinung so langsam. Das ist scheiße. Ich kann dir aber gerade nichts geben. Eigentlich braucht man das in diesem Knast nicht wirklich, aber in den anderen Knästen, da könnte man das immer gebrauchen. Irgendwie hat Faro meine Sachen in seine schmutzigen gekriegt. Medizin. Okay. Kein Ding. Feier, ich belohne dich, wenn du mir das besorgst. Kartenpack. Kann sein. Ich weiß nicht, wer diese Gerüchte über mich im Lauf haben. Aber fahr runter auf die erste. Sorry. Kann sein. Sorry, Bro. Entferne Medizin vom Farun. Wo wohnt der Typ? Mit Farun bin ich aber ziemlich guter Meinung. Also, sorry, ne, wenn ich dir irgendwie Medizin klau. So. Ich muss es irgendwie schaffen jetzt. Ich wurde doch gar nicht untersucht, oder? Ich wurde doch untersucht. Das ist ja scheiße. Böse. Wie ging das nochmal? Warte mal. Pfeile. Achso, wir brauchen noch eine Pfeile. Pfeile, zwei Holz brauche ich ja nicht überhaupt nicht. Wieso verschenke ich den Scheiß nicht? Brauche ich einfach gar nicht. Kriegst ein bisschen Holz, bra. So, Holz brauche ich nicht. Das müssen wir den ganzen Tag nochmal neu machen. Holz brauche ich nicht. Ich brauche sowas wie eine Schneide. So, ich mache mich jetzt ein bisschen intelligent. Alter, dass wir jetzt schon erwischt worden sind, das ist kacke. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich die Pfeile herbekommen soll. Die brauche ich nämlich übertrieben dringend. Und Magazin brauche ich auch übertrieben dringend.
Gut, wie machen wir das am besten? Wir müssen natürlich jetzt erstmal ein paar Pfeile finden, das ist klar. Wir müssen ja noch irgendwie... Nee, den Gefallen habe ich gar nicht angenommen. Okay. Ich muss ein paar Sachen wegschmeißen, wirklich. Löffel. Klopapier brauche ich halt einfach gar nicht. So. Kit. So ein paar Sachen, die ich gar nicht brauche, sind... Zahnpasta kann ich immer wieder gebrauchen, das ist okay. Ein Kamm, ein Stück Seife, sowas brauche ich überhaupt nicht. So, dann nehme ich alles mit, illegales. Folie ist halt immer noch da und Kit auch. Das heißt, ich muss ja immer noch hier was reintun. Seht ihr, wie sehr ich das einfach brauche? Seht ihr, wie sehr ich das einfach brauche, das Magazin? Brammen! Ich brauche das übertrieben! Bitte! Es muss doch jemand haben, das Magazin! Das Magazin! Muss doch jemand haben! Dam, dam, da, 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 dam! Schokobaby, bra! Oh, Magazin, Magazin, bra! Ich verschenke dir jetzt erstmal das hier. Dankeschön, Magazin. Oh mein Gott, jetzt kann ich erstmal was herstellen. Und zwar ein Poster. Sehr schön, jetzt kann ich auf jeden Fall was Schönes hier bauen. Ich habe hier nichts Illegales, oder? Nichts Illegales. Wir haben noch 40% hier. Und da können wir das Poster dahin tun und alles hier verstecken. Das ist sehr schön. Da können wir alle illegalen Sachen da verstecken. Und das ist mein Ziel so. Aber der Gabel wird halt nicht wirklich was werden. Muss mal halt noch ein bisschen mehr daran arbeiten. Dein Inventar ist voll. Das Blabra. Nimm das alles mit. So. Ich muss jetzt erstmal auf das Mittagessen scheißen, weil das ist jetzt viel wichtiger. So. Hä, wie ging das denn? Oh. So, hier alles illegale verstecken. Die Mauer muss weg. Und das ist, trifft einfach dazu. So, 5. So. Irgendwas Illegales hier, nichts Wirkliches, ne? Sorry, 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 Bruder. Sorry. Aber ich habe alles jetzt perfekt. Es ist jetzt einfach perfekt. Wenn ich jetzt nicht erwischt werde, dann bin ich einfach so zufrieden. Es wäre einfach perfekt. Das wäre einfach so perfekt. So, 1 und 2. Das wäre einfach so perfekt. Aber ich habe schon alles. Okay, hier, bitteschön. Gut, dann habe ich jetzt alles hier erledigt. Das ist bis, das geht bis 16 Uhr. Was machst du in mein Zimmer, hä? Pfeile, 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 Pfeile.
Nicht schlecht. So. Pfeile, hat jemand irgendeine Pfeile? Eine Bettpuppe wäre auch nicht schlecht, nur langsam. So, eine Bettpuppe. So knapp. So, wir haben eine Bettpuppe. Alles Mögliche hier, wichtiges Zeug. Gut. Sieht gut aus. Magazin brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wobei. Ich würde schon gerne hier auch noch was machen. So, Farun, was hast du zu verkaufen? Okay, Folie brauche ich alles nicht. Ich hoffe, ich speichere noch. Dann habe ich den richtigen schönen Fortschritt. So, von dir brauche ich erstmal nichts. Du hast nichts Besonderes, was ich jetzt unbedingt brauche. So. So, Stärke ist halt immer noch schwach. 28 müsste jetzt sein, 29, 30, 31. Wir wollen schon ungefähr auf die 50 kommen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr jetzt. Wenn wir müde werden, dann gehen wir gleich duschen. Ich bin viel zu müde, ich weiß, bruh. Also, Stärke ist auf 32, das ist ziemlich wenig. Okay, aber es sieht ziemlich gut aus. Ey, wofür haben wir ein Bettlaken? Wir können ein paar Gefallen noch tun. Wenn der Officer Hundesohn, halt dann Fresse. Officer Lutscher, nein. Feier, was geht. Ja, warum nicht? Die Meinung sinkt halt extrem zu denen. So, wir brauchen halt auch ein bisschen mehr Gabeln. Gekochtes Essen. Warum willst du was hier, bla? Kann ich dich anheuern? Noch nicht. Was geht, Remco? Er hat immer noch keine gute Meinung zu uns. So, wir kriegen jetzt erstmal bald die Abendfreizeit und können dann noch was machen. So, wie kommen wir da hin? Das wird nicht so einfach werden, aber. So. Herstellen. Wieso ist das eigentlich legal? So, bumm. Die Gabel zerbricht, alles klar. So, wir kriegen das irgendwie noch hin. So, vier. Sorry. So. Ich glaube, die Gabeln reichen nicht. Okay, passt. So, 64 müssen... Müsste mal irgendwo noch hinkriegen. Wir brauchen halt noch ein paar mehr Gabeln. Aber das ist eigentlich kein Ding. Sorry. Sehr gut, dass ihr euch jetzt ablenkt. Dankeschön, Boradas. Ihr lenkt mich wirklich sehr, sehr gut ab. So, Farun. Was hast du denn?
sorry, sorry, sorry. So ein bisschen Bleichmittel, die brauchen wir immer. Pfeile. Perfekt, wir können jetzt eigentlich schon unsere Schneider herstellen. So. Soweit ich weiß, auch wenn man durchsucht wird, können die da hinten nichts beweisen. Die können dann nicht hinschauen, soweit ich weiß. Das müsste eigentlich gar nicht gehen. So, wir haben auch gar nicht mehr so viel Geld. Ist aber auch okay. Joa, Tinte haben wir ja noch. Wir brauchen jetzt nur ein bisschen. Wir brauchen Bleichmittel. Ariane und Feuer. Oh, zum Glück. Müssen eigentlich nur so schnell wie möglich speichern und dann haben wir alles eigentlich. In den Teich gekackt, Alter. Chillig. Chilliger Typ. So, wir haben hier alles wirklich. Wir haben alles hier. Was wir so brauchen. Klebeband könnte ich eigentlich auch hinten tun. Soll ich das riskieren? Ich riskiere das jetzt lieber nicht. Gut. Die Bettpuppe brauchen wir immer neben uns. Klebeband brauchen wir jetzt hier nicht. Bettlaken kann ich auch gleich wegschmeißen. So, Bettpuppe. Sorry, 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 bra. Brecheisen, das könnte man immer gebrauchen, aber... Also jetzt nicht in diesem Knast. In einem späteren Knast könnte man das gebrauchen, auf jeden Fall. So, Bleichmittel haben wir immer noch nicht. Bettpuppe tue ich jetzt einfach mal hier rein. Auch wenn wir jetzt erwischt werden sollten, passiert uns eigentlich null. Was? Hier war auf jeden Fall die Mauer. Die ist bald weg. Hier kommen wir auf jeden Fall gleich durch. Und die Häftlingsbeute mitnehmen. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich hoffe, was Gescheites, weil da ist immer was Cooles drin eigentlich. Kann man immer gebrauchen. Wir haben den roten Schlüssel bekommen. So, hier bitte weg. Der rote Schlüssel, perfekt, Alter. Den brauchen wir auch gerade. Sieht man mich hier? Sieht man mich hier? Sehr schön. Hier können wir jetzt auch Sachen verstecken. So, ein bisschen Bettlaken ist nie schlimm. So, hier bitteschön, dankeschön. So, Bettpuppe raus. Gabel kann man immer gebrauchen. So, wir sind eigentlich schon bereit zum Flüchten so langsam. Wir bräuchten halt einfach nur noch die Wärteruniform. Dafür brauchen wir halt ein bisschen Bleichmittel. Und dann haben wir es eigentlich schon. Wir haben ja die Tinte.
Bleiche Mittel, wir brauchen dich. Bitte, 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 5000. Wobei, uns fehlt ja immer noch. Brauch auf jeden Fall noch ein Poster. Hier ist auch noch Häftlingsbeute. Brauche eigentlich noch ein Poster. Oh, okay. Noch ein Poster. Und noch mehr Gabeln. Wir müssen ja noch mal in die Wand chippen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Custom-Zeug, um meine Wand zu chippen. So, sehr schön. Sorry, sorry, bra. Wartet mal kurz, warte mal feiern. Hier kriegst du ein bisschen was. Eine Kammwaffe. Bra. Sorry, bra. Fuck, Alter. Sorry. Ich will keinen Stress mit den Typen. Ey, du kannst da durch, bra. Wenn du willst. Trevor hat was zum Verkaufen. Warum halt auch? Ah, die schlagen sich schon wieder. Schokobaby. Die Gabel können wir eigentlich alle dahin tun. Die Bettpuppe würde ich jetzt auch dahin tun. Einfach weil die Bettpuppe uns eigentlich gar nichts bedeutet. Und wir da eigentlich jederzeit was Neues bauen können. So, zwei. So. Vier. So. Je schneller wir sind, desto mehr Freizeit haben wir jetzt. Das kommt halt wirklich darauf an, wie schnell wir jetzt sind. Ich könnte natürlich auch einen anderen Job nehmen, aber der passt mir völlig. Da verdient man halt schon sein Geld. So, jetzt ein bisschen Intelligenz raufschrauben. Wir brauchen ungefähr 80 Intelligenz, soweit ich weiß. Und da nutzt man die Zeit einfach für. Also Bleichmittel ist auch noch. Wäre auch noch perfekt. Okay, wir haben genug Intelligenz. So, Trevor, du hast nichts zu verkaufen. Warum bitte? Bitte, bitte. Schokobaby hat was zu verkaufen, aber nichts Wichtiges. Rihanna will irgendwas. Ich hoffe, du hast Bleichmittel. Wäre auch nicht schlecht, wenn du Bleichmittel hättest. Erde. Ey, was machst du hier, du Pisser? Schokobaby hat auch nix, Mann. Was ist da los? Guck mal, was für illegale Sachen ich hab. Ich bin so ein illegaler Bastard, Alter. wir brauchen Bleichmittel. Bitte. Brauchen wir. Wir brauchen halt noch ein Poster. Oh, sorry. Schokobaby. So, Stärke schadet nie wirklich. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal was gespeichert. Wir haben eigentlich alles schon. Wir trainieren immer noch. Stärke ist wichtig. Da schlägt sich jemand.
sorry, aber ich muss das Magazin klauen. Sri. Ich hab das Magazin. Oh, Feuer ist auch noch. Oh. Ja, zu spät. Magazin. Jetzt brauche ich noch irgendwie ein Duct Tape. Hat das irgendwie jemand? Hat irgendwie jemand ein Duct Tape? Ich glaube, ich habe aber noch eins. Müsste ich eigentlich noch haben. Ich glaube, ich habe sogar genug. Immer noch Bleichmittel gesucht. Ich bin ziemlich schwach, aber dafür sau intelligent. Das ist crank. Bei der anderen sieht's ein bisschen anders aus. Bleichmittel. Sorry, aber ich muss da das klauen. Sorry, Brabant, aber es muss sein. Oh mein Gott, jetzt haben wir das Ding. Wir haben es. So. Raus muss auch das hier werden und jetzt können wir so langsam wieder chippen. So, eins. Ich hoffe, die sehen das nicht. Sehen die das? Ich hoffe mal nicht. So, Mauer zertrümmern geht weiterhin noch. So, wir müssen aber dann so schnell wie möglich die Mauer dann runterspülen. Wir haben hier so viel illegales Zeug hier. Das wird richtig crank. Wir können eigentlich schon diese Nacht fliehen. Oder nächste Nacht, ich mach's nächste Nacht. Ich mach's wirklich nächste Nacht. Das ist immer schon geflohen. Das ist mal gleich geflohen. Ich zieh das noch in diesem Part durch. Einfach mal in zwei Parts hier geflohen. Das ist richtig crank. Weil wir haben jetzt den roten Kunststoffschlüssel und wir haben die brüchige Schneider. Eigentlich kann ich die noch verbessern. Also ich bin viel zu müde. Es ist scheiße. Da würde ich sagen, scheiß mal jetzt drauf. Können wir jederzeit noch machen. Bettpuppe. Lassen wir jetzt einfach dort, oder? Nee, ich nehme das einfach mal mit. So, Poster brauchen wir hier dann einfach nochmal. Wenn die Mauer dann weg ist, dann tun wir das Poster dahin. So, Wetteruniform ist alles da. Bettpuppe müssen wir auf jeden Fall mal mitnehmen. So, haben wir hier noch irgendetwas? Nichts Wirkliches. Ich hoffe, du siehst hier nichts. Genau das brauchte ich jetzt. Faron Alkan, okay, sehr schön, sehr schön. Wir wurden gar nicht untersucht. Sehr schön, wir sind gleich im nächsten Knast und ich freue mich so tierisch, Alter. Weil wir gleich im nächsten Knast sind, meine Freunde. Im zweiten Part haben wir das dann geschafft. Oder ich mache das halt im nächsten Part, aber es wäre blöd. Weil wir schaffen das locker. Ihr seht, das ist einfach sehr einfach, wirklich. Das ist ziemlich einfach. Wer sich da auskennt, der kann da locker fliegen. So. Du, 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 du.
kann jetzt eigentlich schon die brüchige Schneider herstellen. Ja, die Leichtdrahtzange. So. Gut. Passt soweit alles. Perfekt. Wir können jetzt fliehen. Sowas von Kit braucht man eigentlich gar nicht, weil wir brauchten einfach nur den roten Schlüssel. Und ich dachte, wir kriegen den gar nicht. Da hätten wir einfach einen Polizist töten müssen. Aber mussten wir doch nicht. So, dann müssen wir jetzt einfach nur mitspielen. Bis zu der Nacht. Sehr gut. Gut, wir haben noch eine Gabel. So was wie die Gabel brauche ich bald immer noch. Hast du irgendwie Schokolade? Leider nicht. So, wir sollen Big Tasty verprügeln, aber ich habe jetzt keinen Kontakt mehr hier. Also nicht wirklich einen Kontakt. Hier könnte ich auch noch illegale Sachen tun können, aber war doch viel zu einfach. So, Gabel, 2 Stück. Ich nehme was zu essen mit. Jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles geschafft. Wir wurden nämlich bis jetzt noch nicht gar nicht erwischt. Egal, wenn wir jetzt erwischt werden, kann ich ja laden und dann haben wir alles immer noch. Schokobaby wird aggressiv. Ha, jetzt wird er richtig verprügelt. Scheiß auf das eine Ding hier. Wir haben noch eine Pfeile. Scheiß auf die eine Gabel, bitte. Alter, wie nice. Kann ich es nochmal erweitern, soweit ich weiß. Drei weitere Intellekt. Okay, ach so, 80 brauchte ich. Robuste Drahtzange. Platt ist denn noch? Okay, hier können wir auf jeden Fall was. Eigentlich habe ich so gut wie alles geschafft. So gut wie alles. Jetzt dürfen wir nur die letzte Nacht nicht verkacken. Noch eine Pfeile, Alter, wie nice. Bombe. Die Nacht dürfen wir einfach nicht verkacken. So, da muss ich das hin tun, weil da ist nämlich so ein Scanner. Damit ihr Bescheid wisst, weil sonst könnten wir da nicht durch. So, schmutzige Wäsche, bumm, bumm. Dankeschön, bumm, bumm.
Bum, bum. So, bum, bum, bum. 1, 2. So, dann die 3 rein. So, dann die 4 rein. Ja, ich arbeite mal in Officer, bla. So, boom. Sehr schön, wir haben gearbeitet. So, Internet. Intelligenz 79. Was hast du zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Wir brauchen vielleicht was. Nicht wirklich. Komm, ich steige meine Intelligenz einfach mal. Ich bin mir gar nicht sicher, was es sonst noch so bringt, außer Sachen zu herzustellen. Vielleicht hat es ja irgendwie noch einen Zweck. Vielleicht kommen wir da intelligenter raus oder sowas. Oder wird weniger erwischt oder sowas. Ich weiß es nicht. Geschwindigkeit ist auf jeden Fall sehr wichtig eigentlich. Geschwindigkeit wäre eigentlich wichtig, aber braucht man nicht unbedingt. Man kann eigentlich auch ohne Geschwindigkeit raus. So, Intelligenz ist auf 88. Wir machen das auf 100. Kriegen wir hin. So, es dauert zwar ziemlich lange, aber wir haben noch Zeit bis 16 Uhr. Und die 100. Graue Zellen. Ja, wir haben und Intelligenz 100. Wir können alles herstellen, was wir wollen. So, trainieren wir. Bum, 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 bum. Sorry, 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 sorry. Chill. Ich trainiere ja. So. Wir haben einfach so viel. Oh Gott. Alter, ich hab so Schiss jetzt. Ich will das jetzt nicht verkacken. Dann haben wir es nämlich geschafft, aus diesem Knast auszubrechen. Und das ist kein leichtes Ding. Eigentlich habe ich es so gut wie geschafft schon. So, kurze Pause. Die schlagen sich schon wieder. Das ist ja mal richtig blöd. Okay, gut. Wir müssen jetzt einfach mal den Tag überstehen. Einfach nur. Mehr müssen wir hier nicht machen. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann muss ich den Tag halt einfach nochmal neu machen. Ist auch kein Ding. Und dann halt. Dann versuchen halt auszubrechen, ne? So, Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ob ich das brauche, ich bin mir gar nicht sicher. Gibt es denn noch was Besseres als die robuste Drahtzange? Es müsste eigentlich noch was geben dazu. Gar nicht sicher jetzt. Kann man da irgendwas noch machen? Ich bin mir gar nicht jetzt sicher. Habe ich überhaupt noch eine Pfeile? Habe ich überhaupt ein Klebeband? Habe ich auch nicht, also brauche ich es nicht. Sorry, sorry! Nein. So, abends Freizeit. So, die Bettpuppe nehme ich einfach mal mit. Die brauchen wir jetzt nämlich auf der Hand. Weil wenn jemand mein Zimmer durchsucht, dann ist aber so am Arsch, wenn die Bettpuppe da drin ist. Und jetzt kann ich mich eigentlich nur rumschauen und eigentlich so gut wie Kontakte knüpfen. Zahnpasta plus ist Kit. Kannst du eigentlich jemanden schenken, ist auch was Schönes. Ich denke, da wird sich schon jemand freuen. Oder? Hat er sich gefreut? Nee. Schade. Marmelade. Feier. Ich brauche keine Freunde.
Ja, dann brauchst du halt keine. Ist mir doch egal. So, hör auf, Harun. Keks. Ich hoffe, der Offizier kriegt's auf den Maul. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Sorry, 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 Brimmann. Wo ist Feier und so? Dennis, mit denen haben wir jetzt nicht so sonderlich viel Kontakt in diesem Spiel. Vollkontakt. Oh, Alkan wurde verprügelt. Dich, Brimmann, dir werde ich was schenken. So ein Keks noch. Deine Meinung ist aber immer noch scheiße zu uns, also zu mir. Das ist auch Shit. Sieht schön aus. Kekse und was zu essen. Das möchte Alkan haben. Hier, bitteschön. Bitteschön. Hier 10, 11 Euro. Oh, oh. 11 Euro. 11 Euro. Oh. Sehr schön. Trevor, nein, Remco. Sorry, Kumpel, aber ich brauche keine Freunde. Okay, sorry. Ich habe die eigentlich alle enttäuscht, weil ich will jemanden noch anheuern, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, wir haben das hier. Da kommen wir hier hoch. Wir haben das hier, da können wir erstmal hier so durch. Das haben wir. Und Werteuniform haben wir. Das ist eigentlich ziemlich easy. Das hier brauchen wir. Bettpuppe müssen wir hier hin tun. Dann müssen wir hier durch. Dann müssen wir das hier mitnehmen und das hier. So. Jetzt haben wir nur noch eine Minute. So gesehen ungefähr. Wenn wir diese jetzt hier überleben, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir das wirklich geschafft, hier auszubrechen. Ich glaube, der Part ist auch ziemlich lang. Ich schau mal nach. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob ich den Part einfach in zwei Parts unterteile oder ob ich es einfach so lasse. Aber der Part ist einfach ziemlich lang. Eine Stunde lang ungefähr. Der wird auch eine Stunde lang. Dann ist es halt okay. Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass es so lang wird, aber ist auch egal eigentlich. Dann ist dieser Part halt bis ziemlich lang. Ist halt nun mal so. Tag 6 mal ausgebrochen. Das warten wir natürlich. Bis alle Wachen weg sind und so weiter. Ja, genau. So, dich brauchen wir. Dich brauchen wir. So, Werteuniform. So, hier kommen wir durch. Und dann... Nein! So, Zaun durchschneiden, wir müssen jetzt so durch. Wir haben jetzt zum Glück eine gute Drahtzange, sonst wären wir echt am Arsch. Das könnte jetzt nicht so lange dauern und wir sind dann schon draußen. Wirklich, das war nicht so extrem schwer. Boom! Wir haben es geschafft. So, Stalagflocht. Das ist das nächste. Und das war's auf jeden Fall für der Escape ist für heute. Das war ein ziemlich langer Part. Ist auch okay. Ein langer Part war okay. Auf jeden Fall, das war's mit dem ersten Knast. Und ja, es geht weiter mit dem zweiten Knast. Also haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part.